So, neuer Job, neuer Tag, neue Aufgabe, aber mehr wird es heute leider nicht geben, weil irgendwie Fortnite keine normalen Aufgaben raushauen will. Irgendwas, keine Ahnung. Also da müssten sie eigentlich auch ein Notprogramm haben, sage ich jetzt mal. Weil dadurch, dass der Battle Pass sich verschoben hat, passiert gerade in Fortnite gar nichts. Wir haben jetzt alles auf 100%, wie ihr seht. Es gibt nicht viel zu machen. Es kommen halt jetzt täglich noch die Aufgaben, aber das ist ja auch nicht das Wahre vom Ei. So, wir gehen noch direkt rein in den Shop. Nur kurz in eigener Sache. Ihr seht hier unten den Code. Wir haben unten schon wieder eine Zahl mehr. Wir sind jetzt schon bei 435 Abonnenten. Erstmal danke dafür. Und wie ihr seht, 5 Abos fehlen noch zur vierten Zahl. Also, wenn du noch kein Abonnent bist, gern ein Abo raushauen. Wie gesagt, alle 10 Abonnenten kommt eine Zahl unten hinzu. Und wenn du mehr davon wissen willst, wie das Ganze funktioniert, einfach in die Videobeschreibung gucken. Da habe ich ein extra Video gemacht, wo ich mich einmal vorstelle und auch erkläre, wie man den Code knacken kann und was man dann machen muss. So, dann gehen wir mal rein in den Shop, mal gucken, ob heute was Sinnvolles ist. Oh, neue Skin. Money. Ne, da war mal. Ah ja. Ah ja. Da war ja jemand sehr kreativ. Sieht irgendwie aus wie von 5 Skins irgendwas zusammengewürfelt. Und einfach mal, auch machen wir mal das. Irgendwie nichts Besonderes in dem Sinne. Aber klar, für 800 V-Bucks kann man auch nicht so viel erwarten. Dann ist der liebe Kenji wieder im Shop. Der sieht eigentlich recht nice aus. Also, der ist spielbar. Gerade mal ein bisschen ranzoomen. Ja, der ist okay. Also die Farbabstimmung passt auch gut. Selbst die Schuhe passen. Die Schuhe passen natürlich zum Rücken. Dann haben wir das passende Rückenaccessoire. Was soll das sein? Klar, Samurai-Schwert ist klar. Das soll einfach nur ein Rucksack sein. Okay. So, dann haben wir natürlich die passenden Klauen dazu. Aber ich denke mal, mit dem Skin sehen die echt nice aus. Dann haben wir noch den Kleiter. Ja, der Falke sieht schon geil aus, also muss man schon sagen. Ist in meinen Augen einer der besten Kleiter, den wir haben. Mit dem Skin zusammen sieht es natürlich richtig nice aus. Wir haben ja auch ein paar andere Skins, die dem ziemlich ähnlich sehen. Von daher kann man den eigentlich wirklich gut verwenden. Dann gibt es noch die Tarnung Verband. Ja, da haben sie mal ganz viel ausgepackt. Keine Struktur drin, einfach nur glatt Verbandstriche reingemacht. Fertig ist der Aal. Ah, naja, naja. Da waren sie nicht sehr produktiv in meinen Augen. So, dann haben wir natürlich Kunia, die weibliche Variante, die mir persönlich ja, sehen beide gut aus, sag ich jetzt mal. Als Rückenaccessoire sieht hier natürlich geil aus. Wenn man noch die Spitzhacke dazu hat, dann würde ich eher die empfehlen. Weil das passt halt dann noch besser im Prinzip. Ja, das ist schwer. Männlich oder weiblich? Sehen beide eigentlich total anders aus. Klar, das Grundmotiv ist dasselbe, aber er ist halt heller, sie ist dunkler. Aber müsst ihr einfach für euch selber entscheiden. So, dann Musha ist wieder da. Gehört hier mit zu den seltenen Skins, aber inzwischen war er auch schon oft genug da. Also mich haut er jetzt nicht vom Hocker. Ist auch nicht der beste Skin ever, auch wenn er ihm ziemlich ähnlich sieht. So, dazu haben wir die Katzenkralle. Dann der passende Kleider. Immer Katze, Katze, Katze. Ja, warum ist Katze? Oh, die weibliche Variante. Das sieht natürlich sehr süß aus. Ja. Aber das Gesicht. Warum machen die das? Warum diese Katzenmaske? Die hätten sie weglassen können. Die Katzenmaske, die hätte echt nicht sein müssen. Nee. Katzenmaske macht in meinen Augen den Skin wirklich kaputt.
So, dann haben wir die Spähspezialistin. Wie immer, ich sage ja immer Standard-Skin, nichts Besonderes. Dann haben wir den Speer. Ist halt wie so ein kleiner OG-Skin. Dann haben wir Jubelstimmung. Man kennt ihn. Gefühlt jeder hat ihn. Klar, er ist auch nicht teuer, von daher. Dann Ruf zur Schlacht. Das Ding ist wirklich laut. Also in-game, wenn ihr Aufmerksamkeit haben wollt, damit schafft ihr es. Dann haben wir noch die Hypermelone. Oh Gott, was haben sie jetzt? Nee. Nee. Die geht ja mal absolut gar nicht. Dann haben wir den Hüftpfeffer. Den finde ich eigentlich schon lustig, mehr auf nichts. So, da sind wir dann auch schon wieder fertig im Shop. Also zurzeit, was Shop betrifft, wie auch schon ApoRed gemeint hat, derzeit kommt da eigentlich nichts Gutes im Prinzip. Weil alles war halt logischerweise schon mal irgendwie da. Also man kann es auch verstehen, weil was soll ich mir einen Skin holen, den ich schon so ähnlich habe und dann nochmal 15 Euro ausgeben oder so. Wenn man die V-Bucks natürlich übrig hat, dann ist es natürlich was anderes. Aber sonst, naja, ist halt derzeit so, was den Shop betrifft. Uns interessieren inzwischen lieber die Aufgaben, dass da was zu tun ist. Aber da kommt ja leider zurzeit nichts. Wie gesagt, nur noch die Tagesaufgaben. Zone Wars läuft noch 2 Tage, also da wird auch nichts kommen. Dann würde ich sagen, war es das halt mit dem Shop. Und in dem Sinne, haut rein, Abo nicht vergessen, Like nicht vergessen, haut rein.